Was hier durch einen Druckkopf entsteht, sind Komponenten einer Mahlzeit. Hübsch garniert kann direkt serviert werden. Das neue Küchenkonzept weckt beim Freiburger 3D-Druckpionier Rolf Mühlhaupt Begeisterung. Denken Sie mal daran, was wir der Umwelt antun, wenn wir Fleisch essen. Sie können Proteinpasten auf andere Art machen, ohne Kuh, ohne Methanemissionen, und Sie können das dreidimensional drucken. Und das sind viele Dinge, die eins zur Ernährung der Bevölkerung in Zukunft einen ganz wichtigen Beitrag leisten können. Ein Gourmet-Tempel für Speisen aus dem 3D-Drucker. Neben dem Essen kann man sogar das Essbesteck und das Geschirr ausdrucken. Trotzdem kostet ein Menü kaum mehr als in der konventionellen Gastronomie. Lebensmitteldruck für zu Hause ist ebenfalls erschwinglich geworden. Man kann Schokolade nach Gusto in Form bringen oder sich Pfannkuchen mit Gesichtern direkt in die Pfanne drucken lassen. Die Universität Freiburg ist seit den Anfängen beim 3D-Druck mit dabei. Ein Start-up entwickelt heute noch einen Bioplotter weiter, der vor 20 Jahren an der Universität entworfen wurde. Wir haben Leute, die Software entwickeln können. Wir haben Leute, die wissen, wie man Druckkopf macht in der Mikrosystemtechnik. Ja, wir haben Leute, die auch wissen, wie man einen ganzen Drucker baut, ja, in der Mikrosystemtechnik. Und wir haben natürlich hier in der Materialforschung, ja, und auch in der makromolekularen Chemie viele Leute, die wissen, wie man Materialien maßschneidert. Mit Kunststoffen fing es an. Das klassische 3D-Druckverfahren erinnert ein wenig an Heißkleben. Das geschmolzene Material wird vom Druckkopf dünn aufgetragen und erstarrt. So wie hier ein Modell der Freiburger Universitätsbibliothek kann man schichtweise einen Gegenstand aus dem Boden wachsen lassen oder in einer Flüssigkeit kreieren. Da gibt es auch neue Verfahren, wo man dann direkt in der Flüssigkeit Objekte erzeugt. Das ist ein Verfahren, das nach Erfinder inspiriert wurde, durch Terminator 2 Bild, wo auch aus der Flüssigkeit ein Feststoff entsteht. Wenn man preiswert Dinge in geringen Auflagen herstellen will, ist das 3D-Drucken eine unschlagbare Technik. Etwa wenn ein Angler schnell einen Köder braucht. Die Vorlage ist in einem Rechner gespeichert und wird Schicht für Schicht an die Druckermechanik übergeben. Qualitativ steht der Köder aus dem Drucker dem aus dem Geschäft in nichts nach. Eine Riesenchance für den 3D-Druck ist auch der Ersatzteilmarkt. Im Flugzeugbau müssen Sie über 30 Jahre Ersatzteile vorhalten. Ja, wer einen Oldtimer zu Hause hat, weiß, dass es nicht einfach ist, Ersatzteile zu finden. Das ändert sich jetzt. Sie haben jetzt nicht mehr das Problem, dass Sie ein Ersatzteil über Jahrzehnte bereithalten müssen. Sie müssen nur den Drucker haben und die Software und haben dann die Möglichkeit, über das Internet der Dinge direkt dahin zu gehen, wo das Bauteil gebraucht wird, und Sie können das dort ausdrucken. Bei der Wahl von Materialien für den 3D-Druck werden die Forschenden der Universität Freiburg immer kreativer. Benjamin Stolz hat ein Verfahren entwickelt, um Altpapier aufzubereiten. Es mutet für ein Forschungsinstitut vielleicht etwas seltsam an, aber wir verwenden tatsächlich handelsübliches Altpapier, um zu 3D-druckfähigen Pasten wie dieser zu gelangen. Das Altpapier wird dazu mit Wasser vermengt und mit einem Stabmixer püriert. Das Ganze kommt in einen Kolben und wird gefriergetrocknet. Die entstandene Masse braucht jetzt die richtige Konsistenz. Sie wird einem Polymer beigemischt und mit diesem gut verrührt. Sodann befüllt man damit eine Kartusche und setzt sie in einen 3D-Drucker ein. Hier wird der Ausdruck von Wabenstrukturen getestet, etwa für eine bessere Durchlüftung von Gebäudefassaden. Wenn gedrucktes Material sich von selbst bewegt, wird aus einem 3D-Ausdruck 4D. Die Universitäten Freiburg und Stuttgart kooperieren bei der Entwicklung dieser Technik. 4D-Werkstücke interagieren mit Umweltfaktoren wie Temperatur, Licht oder Feuchtigkeit. Das ist die Zukunft, die wir momentan haben in unserer digitalisierten Welt. Ja, wir können Materialsysteme programmieren, ohne irgendwo am Stromkabel zu hängen. Das heißt, die produzieren die Energie vor Ort. Ein feuchtigkeitsempfindliches Material. Ohne jegliche Energiezufuhr entfaltet es sich bei Trockenheit. Und es zieht sich zusammen, wenn es feuchter wird. Einsatzmöglichkeit könnte ein automatischer Schutz vor Regen sein. Das autarke Material deutet die Möglichkeiten der neuen Drucktechnik an und es zeigt, dass Technik und Nachhaltigkeit problemlos zusammenwachsen können.